Hello. Ja, gleich seht ihr hier das Gespräch, das ich mit dem Werbefotografen Arnold Pöschl gehabt habe. Und ich wollte hier nur ganz kurz noch vorab zusammenfassen, über welche Themen wir gesprochen haben, damit ihr wisst, was ihr gleich zu sehen bekommt. Und zwar zum einen haben wir es über das Vaterdasein, über die Vaterrolle gesprochen. Wir sind beide erst vor kurzem Väter geworden, er schon zum zweiten Mal. Und das in Kombi mit der Selbstständigkeit, wie das so abläuft, wie man die Zeit gut einteilen kann als Fotografen, Tipps und Tricks dazu. Das war ein großes Thema am Anfang. Dann haben wir über Kameras gesprochen. Er hat eine Fuji GFX Mittelformatkamera plus Nikon-Kameras. Da haben wir so ein bisschen die Vergleiche Vollformat versus Mittelformat gesprochen und auch über Capture One versus Lightroom, weil er ist auf Capture One umgestiegen. Und weiter ging es dann über das Thema Jobs, wie wir bei unseren Jobs den Workflow haben, ob da Unterschiede sind, ob es da gewisse Tipps und Tricks gibt, wie der Workflow besser sein kann. Unter anderem haben wir da auch über Fahrtkosten gesprochen, über das Preisniveau Stadt versus Land, weil der Arnold auch für eine Zeit lang in Wien gelebt hat und dort fotografiert hat. Wir haben über Nutzungsrechte gesprochen, über die Kundenbeziehung, auf was man da achten muss. Also viele, viele, viele sehr coole, interessante Themen. Weiters war dann über Corona haben wir auch gesprochen gegen Ende. Dazwischen auch, wie er seine Kunstprojekte finanziert und macht, wie das abläuft. Und ja, kurz haben wir dann auch noch gesprochen über das Thema Studio. Braucht man ein Studio oder nicht? Wie hat er das? Wie habe ich das? Und genau, das sind die Themen, über die wir in diesem Video gesprochen haben. Ungefähr eine Stunde war unser Gespräch. Ich finde es hochinteressant, ich hoffe, euch gefällt es auch. Und bitte ein paar Inputs geben, was wir hätten besser machen können, schlechter. Das war mein erstes so richtiges quasi Interview oder Gespräch, das ich allein geführt habe, ohne den Stefan. Also bitte habt Nachsicht, falls es nicht ganz perfekt war. Viel Spaß beim Schauen. Heute ist nicht der Stefan neben mir, sondern der Arnold Pöschl, ein super Werbefotograf. Und wir haben ein Gesprächsvideo, also zum Thema im Gespräch. Podcast-mäßig ist das geplant. Wir haben uns ein paar Themen vorgenommen und ja, danke Arnold, dass du hier bist. Danke Daniel, freut mich sehr. Danke auch, ebenso schön bei dir zu sein in deinem Studio und auch großen Respekt vor deinen Arbeiten und ja, ich freue mich schon auf ein Gespräch. Ja, vielen lieben Dank. Ja, schaut weiter. Ja, ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Ja, wir beide sind ja vor kurzem jetzt Papa geworden. Du zum zweiten Mal, ich zum ersten Mal. Und ich dachte, das kann man sich direkt aus Anlass nehmen, auch mal darüber zu sprechen, wie du das angehst, wie du das siehst, Selbstständigkeit als Papa oder als Werbefotograf, als Selbstständiger. Ob du da vielleicht ein paar Tipps und Tricks für mich hast. Unsere beiden Kleinen sind jetzt circa 5 Monate alt. Meine Kleine wird bald 6 Monate, sind ja wirklich nah beieinander, sind wir jetzt drauf gekommen. Und ja, ich muss sagen, es ist schon ja, anstrengend teilweise. Ich will jetzt überhaupt nicht das irgendwie negativ, also jetzt es soll nicht zu negativ klingen, aber man hat schon, so wie alle sagen, schlaflose Nächte und teilweise hat man dann einen großen Job am nächsten Tag und man will natürlich auch der Frau immer helfen und so viel Arbeit abnehmen und so viel zu Hause sein wie möglich. Wie siehst du das? Ist das bei dir auch so? Oder? Ja, natürlich. Also bei mir, ich habe meinen zweiten Sohn jetzt bekommen und es ist genauso, wie du sagst, also man will natürlich auch die Jobs professionell abwickeln, muss sie professionell abwickeln. Man muss fit sein für die Jobs, weil man fokussiert sein muss, was anstrengend ist, weil man viel Autofahrt in unserem Job auch oft, denke ich mir auch oft, wenn ich jetzt eine schlaflose Nacht habe. Aber andererseits finde ich halt unseren Job auch toll, weil wir uns auch die Zeiten ein bisschen selbst einteilen können. Also mein Erstgeborener ist jetzt 4 Jahre, geht in den Kindergarten und da konnte ich mir halt super einteilen von den Aufträgen her, dass ich meine Aufträge zum Beispiel eher auf Nachmittagabend lege, in der Abendsonne fotografiere und mit ihm in den Kindergarten gehe, während meine Frau in die Arbeit gegangen ist, um ihn halt dort hinzuführen. Ah, okay, das werde ich mir auch überlegen, wenn sie in den Kindergarten geht. Oder dass sie gewisse Shootings jetzt, wo wieder Kindergarten begonnen hat, um 9 Uhr ansetzt, anstatt um 8 Uhr, wenn ich ihn dann auch in den Kindergarten führen kann, zum Beispiel. Ja. Also die freie Zeiteinteilung ist ein großer, großer Vorteil, was natürlich dann
schwierig ist, auch für die Partnerin, ist, wenn man jetzt Jobs hat, außerhalb von Kärnten, außerhalb von Klagenfurt, wo man halt ein paar Tage weg ist, vielleicht für ein Shooting, das ist natürlich dann anders zu organisieren. Also da muss man halt dann schauen, dass man ein Netzwerk aus den Schwiegereltern hat, aus den Eltern und Geschwistern und das, so weiter. Das merkt man sowieso, dass das unheimlich wichtig ist, dass man da auch etwas Hilfe hat, wenn die Schwiegereltern da sind oder Eltern. Ja. Das merke ich auf jeden Fall. Das ist auch einfach für unsere Frauen sicher auch absolut beruhigend zu wissen, dass da noch jemand ist. Na, total spannend. Hast du eigentlich einen Papa-Monat dann auch genommen? Ja, oder? Beim ersten, beim Sebastian, habe ich einen Papa-Monat genommen. Okay. Und das also war ganz gut, aber man kriegt dann währenddem schon Auftrag-Anfragen rein. Also man ganz frei habe ich nie gehabt. Ich habe halt keine Shootings gehabt in der Zeit, aber natürlich Anfragen, die man dann halt bearbeitet. Aber es hat schon funktioniert von der Abwicklung her. Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss das ja genau anschließend zur Karenz sein von der Frau. Ja. Okay. Das muss direkt in den Anschluss sein. Ich glaube, du kannst ein, zwei oder sogar drei Monate, ich weiß so genau nicht mehr. Ich habe, glaube ich, einen Monat genommen. Okay, weil ich habe nur angerufen mal bei der SVS und die haben mir gesagt, einen Monat und bis zu 2000 Euro bekommt man da. Und man muss halt aufpassen, dass man in der Zeit nicht über die Geringfügigkeit hinausschießt. Beziehungsweise hat er mir erklärt auch, dass man zwei halbe Monate anbrechen kann. Mhm. Wenn man davor abrechnet, danach abrechnet, dann geht's dass auch man ein bisschen tricksen kann. Also ich weiß auch noch bei mir, dass sie da auch schauen müssen, dass man da eben nicht so viel Umsätze macht in der Zeit natürlich. Weil das halt also ich bin auch immer gespannt, ob das echt klappen wird, weil man kann ja so schwer regulieren, wann die Sachen überwiesen werden, weil das ist, wird dir das Datum genommen, wann es bei dir im Konto hereinkommt, das Geld. Also ich bin selbst gespannt, ob das echt bei mir klappen wird, aber schon mal gut zu hören, dass es bei dir so geklappt hat. Also ich glaube, jetzt ist sogar besser beim zweiten Kind, weil das ist im Dezember geboren und Dezember, Jänner, Februar sind eher, also so Ende Dezember, Jänner, Februar, die schwachen Monate. Ja. Da könnte man jetzt gut vorstellen, dass beim zweiten Kind passt, beim Sebastian, der ist im Ende März geboren, wo es dann eigentlich wieder so losgeht. Ach so, klar. Also, klar. Das ist dann schon anders. Habt ihr da auch irgendeine Reise oder irgendwas vielleicht geplant? Oder, weil wir haben jetzt drüber gesprochen, dass wir vielleicht dann im Februar oder was Südafrika fliegen für einen Monat oder dass man Drei Wochen macht. Haben wir jetzt noch gar nicht so konkret, weil noch immer dieses Corona-Thema so präsent ist und wir halt warten, bis das halt einmal hoffentlich vom Tisch ist und dann haben wir aber schon gedacht, uns einmal auch jetzt diese Zeit zu nutzen und einmal wegzufahren. Also ich habe jetzt auch, vor allem anfangs habe ich aktiv auch reduziert, also im ersten Monat habe ich so gut wie keine Jobs angenommen, weil ich meine, es ist sowieso erstes Kind, ist man sowieso etwas überfordert und man muss sich dran gewöhnen alles neu. Dann am Anfang auch etwas weniger Jobs angenommen. Ich meine, jetzt ist es eh schon fast back to normal. Probiere noch immer, gewisse Tage freizuhalten oder die Wochenenden freizuhalten. Hast du auch noch ein bisschen reduziert oder fährst du volles Programm? Schon, also wie war es jetzt diese Monate, wann es ruhiger ist, dass man da vielleicht auch nicht so viel extra dazu annimmt, obwohl man eh schon viel Zeit hat, aber vielleicht, ich habe das jetzt so gemacht in Jänner, Februar, dass ich da eher weniger angenommen habe oder vielleicht abgesagt habe oder verschoben habe, was gegangen ist, verschoben habe, um da einfach mehr jetzt zu Hause zu sein. Also haben wir es sehr ähnlich. Genau. Und im nächsten Jahr schaut das wieder anders aus. Das ist ja das Spannende bei uns im Beruf. Wir können schon ein bisschen, das traue ich mich aber auch erst jetzt, nach über 10 Jahren jetzt selbstständig sein, sich da bewusst das auch zu getrauen, weil sonst denkt man sich, ich sollte lieber nicht und ich sollte den Auftrag annehmen und den Auftrag auch. Ja. Aber da muss man dann irgendwann einmal loslassen und sagen, jetzt ist die Familie, also das hilft schon auch, die Familie dann, sagt man so, die erdet einen, in dem Fall erdet sie einen wirklich, weil man dann auch sagt, okay, ich nehme jetzt bewusst Zeit für die Familie und oder für Freunde und mache jetzt nicht wieder einen Job rein oder so. Ich merke das auch, dass so länger man im Job ist, da traut man sich auch mal, einen Job abzulehnen oder denen zu sagen, erst in 2 Monaten oder was. Es klappt auch eigentlich erstaunlicherweise sehr oft, finde ich, dass man das verschiebt zu einem gewissen Grad. Oder dass die Kunden Verständnis haben und sagen, okay, dann machen wir es halt später. Natürlich, gewisse Sachen wollen sie gleich erledigt haben, aber wie du sagst, erstaunlicherweise. Ja. Na und jetzt die Frage muss ich noch stellen. Zweites Kind, wie viel anstrengender ist das noch oder wie viel schwieriger ist das? Es gibt ja so verschiedene Sprüche.
ein Kind ist kein Kind oder andere von anderen Leuten sagt man wieder, okay, das erste Kind, das war viel schwieriger, vor allem psychisch, dass man sich überhaupt an die neue Situation gewöhnt und beim zweiten Kind ist es körperlich eher, dass man sich um zwei kümmert, aber man ist wenigstens schon im Kopf, kennt man sich aus. Das Buch, es läuft so mit, gell? Was für Erfahrungen hast du da gemacht? Ist das zweite Kind viel? Es ist, also wir wollten immer, also kein Einzelkind, also zwei Kinder. Ja. Es ist, wie soll ich sagen, man ist schon in dieser Welt der Elternschaft. Also mit dem ersten Kind transformierst du dich, das dauert dann schon ein, zwei Jahre, bis du komplett in dieser Elternwelt bist und dann gehst du Kindergarten, also du löst dann andere Probleme, wie wenn du Single bist. Und das ist ja dann schön, in dieser Welt zu sein. Und vor allem bei uns sind die Kinder jetzt so knapp drei Vierteljahre auseinander. Ja. Also der Große zieht sich schon selber an. Okay, du kannst du mal super, ihn unten spielen lassen und raufgehen. Okay. Und das kleine Kind zu kümmern. Und natürlich ist es anstrengend, natürlich ist es schlaflose Zeit. Ja. Aber was ich halt finde, der große Pluspunkt ist, die Erfahrung macht es aus, du weißt, es ändert sich. Es ändert sich dann auch wirklich, weil du hörst dann an die Sprüche, wenn am Anfang, also unser Kleiner hat halt sehr viel geschrien am Anfang, der Erste. Ja. Und wir haben gedacht, so ist es jetzt für die nächsten 20 Jahre. Aber es ändert sich halt, du weißt es ja selber, Monat für Monat. Ja, man hört ja die ganze Zeit, also unsere Kleine hat auch ein bisschen geschrien am Anfang, ganz klassisch die ersten 3 Monate mit den Koliken. Genau. Und da hat auch jeder mal gesagt, das ist eine Phase. Mhm. Und das hört man ja die ganze Zeit, das ist eine Phase dann mit den Zahnen und sonst was. Und anscheinend ist es ja echt so. Weil unsere hat dann auch nach 3 Monaten aufgehört, ziemlich um die Zeit. Bei uns auch auf den Punkt fast. Na, aber es ist für mich total spannend zu hören, auch, weil wir sind auch gerade am Reden natürlich, weil ich bin auch der Meinung, oder wir sind der Meinung, dass es schon Vorteile hat, wenn die kleinen Geschwisterchen haben und keine Einzelkinder sind. Eventuell auch, wenn sie etwas älter werden, dass sie miteinander sich beschäftigen können. Also ich glaube, also der Abstand ist Vorteile jetzt, wie es passt. Manche machen das irgendwie gleich hintereinander und dann hast du halt gleich mal die Action, bist dann schnell draußen und so. Also. Aber du hattest jetzt nie das Gefühl, dass es irgendwie deinen Job großartig beeinträchtigt hat oder dass du jetzt weniger Möglichkeiten hast? Na, eher, man ist eher dann auch, man ist wirklich dann gechillter in den Sachen, wie wenn du Koliken, du weißt, okay, das endet, der stirbt nicht gleich bei jedem Verkühlung und so. Ja, das, also da, okay. Man ist wirklich, die Erfahrung macht cool. schon aus. Ja. Cool. Also positiv. Ja, ja ich finde, total interessantes Thema. Ich höre mir relativ viele so Fotografie-Podcasts an und so. Da wird eigentlich wenig drüber gesprochen, über jetzt Privates, Eltern, vor allem bei Männern. Ja, genau. Ich habe das Gefühl, dass eher Frauen darüber sprechen in ihren Podcasts. Auch die Karriere und das Kind. Das einzubringen natürlich. Aber bei Männern und Selbstständigkeit, schauen wir mal, was die Zuseher sagen. Vielleicht gibt es mal ein Follow-up. Ja, genau, das wäre cool. aber ich würde sagen, wir wechseln mal zum nächsten Thema. Weil ich finde, ich habe jetzt als nächstes aufgeschrieben, Kamerathema. Mhm. Hier am Kanal ist immer ein großer Mix zwischen, eigentlich die ganzen Produkt-, Kamerathemen, Technik zum einen, aber zum anderen auch das Menschliche und wie man arbeitet und so weiter. Das will ich auch hier ein bisschen kombinieren, weil ich finde es interessant, du fotografierst ja mit Nikon zum einen. Genau. Und du hast auch eine Mittelformatkamera. Ich sehe die immer wieder mal auf irgendwelchen Fotos im Einsatz oder du hast schon öfters davon gesprochen, dass du die schon eine zweite, glaube ich, Mittelformatkamera, oder? Ja, genau. Also ich bin eigentlich meine erste Kamera, witzigerweise, meine erste Spiegelreflexkamera war eine Fuji S3. Okay. Mit Nikon-Adapter, also Nikon-Objektiven. Ah, okay. Und dann bin ich halt bei Nikon, dann sind die besseren Nikon-Kameras rausgekommen, dann bin ich bei Nikon geblieben. Ja. Man hat die Objektive. Und den Body macht man immer wieder ein Update halt. Okay. Und habe dann sehr lang oder fotografiere sehr viel mit der Nikon die 850 jetzt. Ah, cool, ja. Und auch von der Megapixel-Auflösung reicht das hier. Wie viel hatte ich jetzt eigentlich? 45, glaube ich. Also okay. Das ist Schätzchen. Mehr als genug, ja. Genau. Und dabei, aber machst du die meisten Jobs mit der jetzt, oder? Dann habe ich letztes Jahr mir die Fuji GFX gekauft. Ja. Mittelformat. Und da habe ich mir gedacht, ich wäre eigentlich Das ist GFX 50. 100. Ah, die 100. Mit 100 Megapixel und großer Sensor. Krass, okay. Und
Auch gibt es auch Nikon-Adapter. Erstaunlicherweise funktioniert das auch sehr gut bei, ja, bei Zeiss-Objektiven. Die schaffen das schon mit der Schärfe und den Pixeln. Und mit dem Rand gibt es keine Probleme. Gar nicht, bei Weitwinkel aber schon, aber okay. Bei den Tele. Aber bei den Tele überhaupt. Pixel, okay. Ja. Und cool. Das ist ganz cool. Mhm. Und habe mir dann eigentlich gedacht, ich wär manche Jobs wie Food-Jobs, yeah, Werbejobs mit der GFX machen, aber yeah, so Reportagegeschichten, wie jetzt mache für die AMA, wo wir halt recht viel so auf Bauernhöfen fahren, wo so cool, viele Fotos passieren, yeah, müssen. So reportagemäßig, genau, das einfach. Okay. Ja. Yeah. Und da verwende ich jetzt aber auch, eigentlich verwende ich jetzt für 90% die Fuji GFX. Okay. Mhm. Wirklich auch für diese Reportagegeschichten, für kleinere Porträtjobs. Ja. Yeah. Und für Jobs so, also wenn ich Theater fotografiere, yeah, da verwende ich dann die Nikon D850. Okay, warum dort nicht die Fuji GFX? Weil ich nicht so ein Tele, also hauptsächlich, weil ich nicht so einen Tele-Bereich habe und weil die Linsen dann schon lichtstärker sind von Nikon. Mm, mm. Also dass die beim Mittelformat fangen die Lichtstärke nicht so, gibt es nicht so viele lichtstarke Objektive wie für die Nikon jetzt. Und okay, da ist hauptsächlich Tele-Bereich, dass ich wirklich einen weiten Tele-Bereich habe. Und weil im Stadttheater dann schon auch so mal 300-500 Fotos passieren können. Oh, okay. Das ist dann mit 100 Megapixel. Ist das dann, kannst du dann die Festplatten abonnieren. Aber ich liebe Eugel auch schon länger. Ja. Es ist sicher die attraktivste Mittelformatkamera im Moment, die GFX-Serie von Fuji. Vor allem auch, weil sie zum gewissen Grad noch leistbar ist, weil wenn man Hasselblad schaut oder Phase One. Und ja, auch einfach, weil sie auch schon einen ordentlichen Autofokus und so drin hat. Also Eye Detection, das funktioniert richtig gut. Schon, okay, weil das... Deswegen frage ich jetzt auch so nach, weil es ist schon sehr interessant, weil siehst du auch wirklich in der Bildqualität einen Unterschied? Ja, das ist also das, wo ich mich so ein bisschen verliebt habe und das dann auch jetzt mehr auch in der Reportage einsetzt. Das ist schon die Schärfe, total super und die hohe Auflösung ist schon noch einmal ein Unterschied. Ja. Musst du natürlich auf richtigen Monitoren anschauen und das ganze Zusammenspiel. Aber vor allem dieser höhere Dynamikumfang macht es für mich aus. Genau, aber das wäre meine nächste Frage gewesen, weil Mittelformat einfach... Das ist eigentlich so das Hauptding. Weil die Nikons eigentlich auch schon einen guten Dynamikumfang haben im Vollformatbereich. Aber da hast du nochmal so eine Blende oder anderthalb Blenden mehr und das merkt man schon. Merkst du schon. Ne? Ach krass, ja. Nein, ich glaube... Also, noch einmal, du hast noch einmal diese Tiefe. Ja. Es ist, ich verwende die Kamera, seit ich die Fuji habe, arbeite ich viel mehr vom Stativ aus. Ja. Das überlegen wir auch bei den Shots, bei den Porträts. Ja. Noch, also es ist ein bisschen ein ruhigeres Arbeiten, obwohl man sie auch schneller einsetzen kann für Reportagen. Aber es ist irgendwie, man schaut mehr aufs Display, man schaut runter, man hat so einen Lichtschachtsucher. Okay. Man ist irgendwie ein bisschen... Also man schaut gar nicht hinten in den Sucher. Ja, du kannst den so, das ist ein Klappsucher-Adapter, du kannst schon so auch schauen. Ja. Aber du machst das gar nicht so, okay. Ja. Und das finde ich halt beim Porträt halt spannend, wenn du eigentlich so irgendwie diese Haltung hast, die ist noch ein bisschen, spannend, finde ich, zurückhaltender. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht, Und vielleicht nachher noch eine lange Stele hat. Ja. Aha, okay. Und ja, es ist so eine ausgegorene Kamera einfach mit... Super Autofokus, Eye Detection, schöner Wasserwaage. Also, es hat eigentlich alles, was man Du hast keine Nachteile im Vergleich, weil das war für eine Zeit lang immer so, dass die Mittelformatkameras im Vergleich zu den Spiegelreflex- oder den spiegellosen Kameras jetzt immer gewisse Nachteile hatten, dass sie langsamer waren, der Autofokus schlechter, irgendwelche Abstriche. Ja, also, es ist schon bei der gar nicht. Wie gesagt, also, wenn ich Stadttheater fotografiere, da würde ich schon auch wegen einem schnelleren noch schnelleren Autofokus bei der Nikon oder bei Sport, aber ich mache jetzt nicht so viel Sportfotografie. Ja, du machst ja sehr viel Porträts und Werbe, geplante Werbesachen. Genau. Und das ist halt super. Cool. Und auch diese Sensoren mit den, also im Objektiv, die Verwackelung. Also den Ibis. Den Ibis. Genau, am Sensor. Am Sensor, Also da habe ich sogar mit Mittelformat bei einem 30stel, bei Blende 5, 6, scharfe Fotos kriegt aus der Hand, mit dem Telebereich. Okay. Mm, das ist schon cool. Ja. Ah, das ist spannend. Ja. Ja, da ist Fuji richtig gut drauf auch. Ja. Und ich habe davor Pentax gehabt, der verkauft mit 50 Megapixel, das reicht dann auch. Also ich glaube, der Sprung 50-100 ist jetzt nicht so wahrnehmbar mehr, aber da war der Autofokus eine richtige Katastrophe, laute Objektive. Weil die hatte ich mir schon mal überlegt und dann halt einen Haufen Reviews und sonst was eingelesen und dann dachte ich, bleibe ich doch bei meiner normalen Vollformat. Die ist dann schon eher veraltet in dem Bereich.
Ah, spannend. Den musst du mir mal zeigen beim nächsten Mal. Ja, voll. Auch einfach von der Haptik würde es mich interessieren. Mhm. Weil mir fällt schon auf, wenn ich irgendwo schaue, mit welcher Kamera die Fotos aufgenommen wurden. Es ist ein bisschen plastischer, kommt mir vor, ein bisschen dreidimensionaler, das Ganze. Und das macht schon, ich glaube, viele, wahrscheinlich 80-90% der Kunden merken den Unterschied wahrscheinlich nicht. Aber die sich auskennen, die merken es dann doch. Ja, und selber hat man auch irgendwie eine große Freude dran. Ne? Ja. Und wie du schon gesagt hast, also Hasselblad ist absolut, also das Auftragsvolumen habe ich jetzt nicht, dass ich Hasselblad mit 40.000 Euro anschaffe mit allen Objektiven. Das ist es nicht. Ja. Da denke ich mir auch oft, also auch die Produktlebenszyklen, die rauskommen jetzt und wenn, da kommt dann in 2 Jahren wieder eine neue Vollformat von Nikon, Canon oder Sony oder was, die ist dann oftmals schon von Dynamikumfang oder so, schon auf dem gleichen Level fast wie die Hasselblad, die jetzt gerade aktuell ist. Und da wechsle ich lieber öfters die Vollformatkameras, die vielleicht 3.000, 4.000, 5.000 Euro kosten. Und ja, ich meine, ich nehme auch gern Videos auf und so. Mhm. Da sind die Vollformat-Sachen jetzt auch richtig gut geworden alle. Ja, aber spannend. Und eine kleine Fuji X-T2 hast du auch noch erzählt? Ja, genau. Das ist zum Beispiel jetzt bei Pentax habe ich dann losgetreten. Ja. Aber die X-T2 mit dem APS-C-Sensor ist das, glaube ich. Kurz hoch. Die X-T2 mit dem kleinen Sensor, die ist halt super zum Wandern und für Reisner. Und, ja, super coole Kamera. Ja. Ja. Und zum Filmen. Ja, stimmt, weil das hatte ich mir auch schon mal überlegt für Vlogs. Jetzt XT4 oder was. Genau. Stabilisiert mega, filmt super. Lichtstarke Objektive hast. Ja. Na, spannend. Mhm. Objektivmäßig bist du lieber im Telebereich oder Job einfach? Je nach Job, aber eher bei Fixbrennweiten jetzt natürlich. Also auch bei Nikon immer sehr gerne mit Fixbrennweiten gearbeitet. Und bei Fuji jetzt habe ich am Anfang auch 2 Telezooms, damit du halt einmal diesen ganzen Brennweitenbereich abdeckst. Jetzt im Kleinbild, umgerechnet das Kleinbild, jetzt diese 24 bis 150, 180 einmal abdeckst. Ja, super. Aber ich habe auch 2 Fixbrennweiten, eins, was äquivalent zum 35er ist und eins, was äquivalent zum 60er ist für Porträts, lichtstark. Ja. Und mit denen mache ich die meisten Sachen. Adaptierst du noch viele Nikon-Sachen oder aktuell oder hast du jetzt schon alles? Jetzt eins habe ich immer adaptiert, aber Tilt und Shift ist manchmal ganz nett, weil das gibt es halt für Fuji nicht, aber eigentlich ist jetzt alles auf Fuji umgerüstet. Okay. Und mit einem Adapter, das funktioniert auch. Das ist super. Ja. Das ist halt manueller Autofokus. Also manueller Fokus. Okay. Aber du hast auch, das ist auch super bei der Fuji GFX-Serie, du hast dieses Fokus-Messfeld. Also du siehst dann in Farbe am Display, wenn du den Fokusring drehst, wo halt die Schärfe. Okay, das ist Focus-Peaking quasi. Genau, Focus-Peaking. Ja, genau. Also das ist schon. Das ist super, ja. Ja, das ist wirklich, ich kenne das nur von Filmen auch. Das ist super. Mega, ja. Und zu sagen ist halt noch, ich habe dann auch natürlich meine Hardware computermäßig mit der Kamera mit aufrüsten müssen, damit es halt nicht langweilig, also damit, sonst ist es halt echt öd, wenn Was verwendest du da, wenn ich fragen darf? MacBook Pro. Ich verwende gerne MacBook Pro und habe mir halt so State of the Art letztes Jahr gegönnt. Ja. Also wirklich mit ausreichendem Rahmen und die Top-Ausstattung. Ja, einfach Top-Ausstattung. Ja. Und ich verwende halt immer MacBooks, weil ich mal dort meinen Monitor anschließe, mal da, mal mitnehme zum Shooting. Okay. Und das habe ich mir von Anfang an irgendwie, weil ich immer zwischen Wien und Klagenfurt auch gependelt bin, habe halt immer eigentlich Notebooks verwendet oder MacBooks. Ja, ich bin auch vor, ich glaube jetzt 3-4 Jahren umgestiegen von einem Desktop-PC nur rein mit Laptop zu arbeiten. Es war ja früher so, dass die Laptops ja echt langsamer waren, aber inzwischen kann man ja schon echt gut, wenn du dann einen Top ausgestattet einen Laptop hast oder Notebook, dann kann man damit ja top arbeiten. Ich bin im Moment auch ein bisschen im Überlegen, von Windows auf Apple umzusteigen oder auf Mac. Ist schon öfter gesagt. Gell. Hat jetzt vor allem damit zu tun, dass bei Windows aktuell wenig Neues, Schnelles rauskommt. Da tut sich wenig. Und ich finde die neuen Apple M1 Chips, die jetzt bei den aktuellen drin sind, echt interessant. Mal schauen, was sich dazu tut. Weil es sollen ja die größeren MacBook Pros jetzt kommen mit dem Chip. Ich glaube, da wird sich richtig viel tun. Ja, also da hat Apple jetzt prozessormäßig ordentlich zugelegt. Dass sie da richtig Druck machen. Ja. Also ich verwende jetzt auch Lightroom für manche Jobs und jetzt Capture One halt für das Mittelformat verwendet. Und da wir haben wir auch schon mal kurz geredet. Ja. Und Capture One, da haben wir so lange überlegt, mal wieder ein neues Programm einlernen. Aber wenn man es dann verwendet, es sind aber
Sachen anders, aber man kommt dann eh recht schnell rein. Man liest ja sehr oft das Capture One vom Color Grading oder von den Farbanpassungen nochmal etwas, eine saubere Datei dann auswirft und dass man es noch besser die Farbanpassungen machen kann. Ich verwende auch Lightroom für alles, bin da super routiniert und habe auch genau diese Sorge, wie du jetzt sagst, da umzusteigen, weil man ist einfach schnell, man weiß, wie man alles synchronisiert und sonst was. Also du sagst, das ist jetzt nicht so ein Problem. Also ich habe mir dann halt wirklich so, letztes Jahr war das, wo ich auf die Fuji umgestiegen bin mit Capture One und da war auch schon, das zweite Kind war dann nicht da, aber natürlich das erste, man ist auch schon sehr gefordert und wie du sagst, Lightroom, man ist super easy schnell mit dem Bewerten, mit den Shortcuts, mit dem Synchronisieren. Und da wird wirklich mir hingesetzt, ich mache jetzt einmal einen Monat alle Jobs nur mit dem Capture One und auch das Stadttheater und auch wenn es länger dauert am Abend sitzen und dann, so musst du es halt dann durchkämpfen. Trotzdem, man lernt da auch Neues dazu, also auch vom Denken her oder von den eigenen Farblooks. Genau, das ist vom Color Grading wirklich noch einmal, gerade beim Hautton, wirklich noch einmal ein dicken besser. Und schon, ja, und ich finde auch, ich finde irgendwie so vom Gefühl her, Lightroom macht die Bilder ein bisschen flacher. Und Capture One, ich weiß nicht, ob das Einbildung ist, macht es ja ein bisschen dynamischer noch. Ah, okay. Irgendwie habe ich immer so ein bisschen das Gefühl. Irgendwie, man sucht ja die ganze Zeit immer noch, wie man die Qualität steigern kann und sonst was. Oh Mann. Ja, einfach einmal ein Probeabo machen und dann. Ich hätte dieses Gespräch nicht mit dir aufnehmen sollen. Jetzt will ich eine Mittelformatkamera. Capture One umsteigen. Mhm. Ja, es ist schon sehr interessant. Ja. Viele auch fürs Tethern mit einem USB-Kabel verwenden auch lieber Capture One, weil Lightroom einfach ultra langsam ist, was das angeht. Das Capture One echt super und das ist aber trotzdem noch, es ist so ein bisschen noch einmal mehr zum Einlesen. Also so ein bisschen, ich habe schon dann immer wieder so Tutorial-Videos immer dazu schauen oder gewisse Tasten. Ich habe ganz gern bei Lightroom, ich glaube, wenn du die X-Taste drückst, dass das Bild in Hochformat und Querformat, wenn du den Ausschnitt machst, springt. Ah, das wusste ich gar nicht. Ich glaube, es ist die X-Taste, das kann jetzt jeder korrigieren, bitte. Ja. So vom Gefühl her. Und das hat Caption, das habe ich recht gern gehabt, wenn ich halt einmal ein breites Porträt gehabt habe. Ah, ich hätte ganz gerne das Hochformat. Ah ja, okay. Und dann schneidet das, macht die Schnittmaske ins Hochformat. Ja. Und das hat Capture One zum Beispiel. Das geht mir bei. Und vielleicht gibt es das bei Capture One und einer von den Kommentaren kann mir sagen, wo ich bitte. Welcher Shortcut das ist. Aber dir geht das quasi ab oder du hast es noch nicht gefunden, die Funktion. Okay. Na cool, ich muss mal das Probeabo mal. Ja, wirklich mal probieren und. Ja. Ja. Ja, cool, da haben wir Capture One-Thema auch noch kurz hier gehabt. Ich werde nur ganz schnell die Kameras neu starten, weil bei Canon ist so ein blödes 30-Minuten-Limit. Und wir sind schon recht knapp dran. Mhm. Dann machen wir gleich weiter. Cool, wir sind wieder da, Kameras laufen wieder. Und nächsten Stichpunkt habe ich Jobs drauf aufgeschrieben. Und wir beide machen ja sehr ähnliche Jobs. Genau. Und ich muss wirklich sagen, super, also der Arnold macht super coole Werbejobs. Gefällt mir gleich mega. Gleich first. Ja, deswegen ist echt cool, dass du da bist. Auch wirklich große Sachen. Du pendelst zwischen Wien, zwischen Klagenfurt oder auch österreichweit. Mhm. Auch viele Pressesachen, da bist du noch viel mehr vertreten. Ich weiß, du hast früher viel für den Falter auch oder eben fürs Theater und so weiter. Super interessante Sachen. Ich werde das auch einblenden im Video, deine Website. Deine Projekte etwas, du bist auch künstlerischer mehr unterwegs, muss ich sagen, als ich. Zum einen würde ich gerne das Thema ansprechen, wie du das kombinierst, Kunstprojekte und die kommerziellen Arbeiten. Und zum anderen würde mich auch einfach interessieren, wie dein Workflow bei den Jobs aussieht, weil ich einfach gemerkt habe, dass jeder Fotograf das ein bisschen anders handhabt. Also ich kann nur sagen, wie es bei mir ist. Da kommt eine Anfrage, ich frage halt halbwegs genau, probiere ich immer herauszufinden, was die Leute brauchen, probiere dann ein Angebot abzuschätzen, rechne da nach Zeit ab auch, dass ich meinen Stundensatz angebe, Stunde Fotografie, Stunde Nachbearbeitung, schicke das Angebot durch, die sagen dann, passt oder passt nicht, man findet einen Termin, man fotografiert das und danach habe ich jetzt bei den Business-Jobs mir das so angewöhnt, dass ich gar nicht die Auswahl treffe. Ich mache nur eine ganz grobe Vorauswahl an Fotos, wo ich sage, die gehen gar nicht. Augen zu sind oder was weiß ich. Ja, genau. Oder Blitz ist thematisch nicht irgendwas. Ja. Ja, die einfach echt nicht gehen, die sortiere ich raus. Und schicke dann, also ich verwende da PicDrop jetzt auch als Online-Galerie, schicke das mit PicDrop unbearbeitet durch.
Und da können die Leute selbst markieren, welche Fotos sie hätten, gerne hätten, noch nachbearbeitet mit den Farbanpassungen. Natürlich, ich sag, also das, den Fehler habe ich am Anfang oft gemacht, dass ich denen nicht gesagt habe, wie viele Fotos. Ja, genau, jetzt auch, wird da schon genau kommuniziert, dass das eingegrenzt werden soll. Und genau, da bearbeite ich die Fotos, schicke die durch und dann wird abgerechnet. Ja. Jetzt habe ich viel geredet. Wie sieht denn dein Workflow aus bei normalen, sagen wir, Werbekunden, Businesskunden? Ist das ähnlich oder machst du da irgendwas sehr ähnlich, großartig anders? Na, wie du sagst, also man kriegt eine Anfrage, ja, dann fragt man nach, was jetzt, fragt man vielleicht noch genauer nach. Manchmal ist ein großes Briefing schon dabei, manchmal ist ein PDF angehängt mit Mood-Shots schon. Und dann stellt man so ein Angebot, also auch diese Aufteilung, da haben wir auch vor kurz geredet, natürlich teilt man auf in Fotografie, Nachbearbeitungszeit, wenn es weiter weg ist, vielleicht noch Kilometerfahrt dazu. Wenn ich da fragen darf, ich meine, okay, Preisthema habe ich mir auch aufgeschrieben, ich glaube, das kann man eigentlich jetzt direkt kombinieren. Also ich habe eigentlich einen Kilometersatz drin für die Anfahrt, aktuell sind es 65 Cent, glaube ich. Also ein bisschen mehr als das dieses amtliche Kilometergeld, was bei 42 Cent liegt. Machst du das auch so, dass du einfach Kilometer abrechnest oder nimmst, weil ich hatte auch eine Zeit lang, dass ich amtliches Kilometergeld hatte plus irgendwie 30 Euro die Stunde im Auto. Kommt immer auf den Job drauf an, wie weit es dann schlussendlich ist. Ja. Also wenn wir jetzt wirklich, sagen wir, anderthalb Stunden, auch in Kärnten fahrt immer manchmal, wenn du jetzt, du musst ja manchmal was im Mölltal oder in die Ecke muss, wo man halt dann eigentlich weiterfährt, wie nach Graz, noch zwei Stunden. Dann tue ich schon noch zum Kilometergeld so eine Anfahrtszeit auch so im Bereich von 30, 40 Euro dazu pro Stunde. Okay. Und wenn es jetzt umliegend ist, eher diesen Kilometersatz. Okay. Na, weil ich bin auch manchmal voll eingefahren, wo ich nur den Kilometersatz hatte. Zum Beispiel nach Bad Ischl fahre ich jetzt eh bald wieder. Das sind gar nicht so viele Kilometer, aber die Anfahrt ist relativ lang, weil man irgendwann durch die Berge und sonst was, das ist in Österreich halt häufiger. Und da bin ich am Überlegen oft, Ja, das ist, also wie, also da kann man schon dann argumentieren, glaube ich, wenn die Zeit dann länger ist, als wie die reinen Kilometer, dass man oder viel Zeit verliert oder viel Zeit im Auto sitzt, dass man schon da, dazu rechnet. Bei Kunden in Wien ist bei mir schwieriger, also da verrechne ich nachher die Zeit, die ich von Wien fahren würde. Okay. Also ich kann jetzt nicht, also nicht die, weil das ist echt schwer. Das wird mir einen totalen Nachteil geben, wenn ich, also dadurch, dass ich in Wien eigentlich begonnen habe mit der Selbstständigkeit. Achso, wenn du jetzt, weil halt, da kommt dann schon echt viel Anfahrtsgeld zusammen. Also da muss ich ein bisschen einen sauren Apfel beißen bei meiner Kundschaft in Wien. Verrechnen halt so, als ob ich von Wien agieren würde. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Job habe für die Uni Wien zum Beispiel, kann ich denen nicht... Ja, weil da gibt es ja genug Fotografen vor Ort. Wobei ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass ich wirklich die Anfahrt aus Klagenfurt berechnet habe. Hab mit denen dann aber auch ausgeredet, dass, dass man probiert, das mit anderen Jobs zu kombinieren. Mhm. Also zum Beispiel war ich einmal für Salanettis jetzt vor kurzem draußen, habe das dann kombiniert mit dem Job von Technoholz, auch ein Kunde hier, aber die bauen recht viel auch vor Ort, das ist eine Tischlerei, eine sehr große. Mhm. Und dann probiere ich nochmal, frage ich bei der Kellag an, die brauchen auch immer wieder was und dann teile ich die Fahrtkosten. Ja, das oder kann man natürlich auch machen. Auch die Übernachtung nehme ich dann rein und die teile ich dann irgendwie durch drei oder durch zwei, je nachdem, wie viele Jobs ich dann habe. Und dann sagen sie das passt, auch weil das Preisniveau in Wien ja etwas höher ist. Genau, das zahlt sich dann, glaube ich, manchmal noch immer aus. Ja, weil ich weiß nicht, wie, sagen wir, die Anfahrt sind ein paar hundert Euro. Das macht oft gar nicht so einen Unterschied, wie wenn du einen Fotografen vor Ort nimmst. Booster. Du hast da mehr Erfahrung. Wie groß ist da der Preisunterschied, glaubst du, zwischen Stadt und Land? Also ich würde mal sagen, wir sind hier Land, auch wenn es als Stadt gilt, Klagenfurt. Aber im Vergleich zu Wien? Es gibt so anderes Bewusstsein in Wien, das ist ein wesentlicher Punkt fürs Copyright. Also das ist noch immer, ich glaube, da ist auch die Innung sehr stark dahinter, dass sie das kommuniziert, nicht nur die Innung, aber es gibt halt viele große internationale Werbefotografen, Werbeagenturen in Wien und auch diese großen Agenturen, wissen, dass ihre Fotos eine große Strahlkraft haben, sicher auch eine große, größere Strahlkraft, wie wenn man jetzt sagt, ich habe auch Kunden hier, wie wenn du sagst, eine Tischlerei in Kärnten, die wird das natürlich nicht so präsentieren wie jetzt Billa oder ADEC. Ja, klar. Da sind halt andere Möglichkeiten an Copyright da. Und da kann man in Wien schon, ist beim Wien schon noch ein Kostenpunkt, diese Werknutzungsrechte, die halt höher fallen. Okay. Und das ist, also da ist mehr Verständnis da, das ist leichter zu kommunizieren, weil Kunden da fragen oft, warum muss ich jetzt noch was zahlen für irgendwelche Nutzungs...
Ja, das ist ja hier manchmal echt schwierig. Mhm. Teilweise fotografiere ich für einen Kunden, dann will ein ganz anderer Kunde das Foto vielleicht auch verwenden, dass man dann nochmal Nutzungsrechte das verstehen hier wirklich viele nicht, und mit größeren Kunden, die sagen, ja klar, genau, kennen sie. Ja. Also in Wien verrechnest du eher Nutzungsrechte als hier. Ja. Ist das dann einfach ein Pauschalpreis pro Foto oder ist das ein Aufschlag von so und so viel Prozent? Eher dann, dass man pro Foto Nachbearbeitung und die Nutzungsrechte in diese pro Foto Pauschale rein, also nicht Pauschale, sondern pro Foto dann abrechnet. Und da steht halt drin, bei mir ein Tagessatz für die Fotografie und dann halt pro Foto, wenn es heißt, 60 Fotos, so zwischen 40 und 80 Euro kann man, glaube ich, verlangen in Wien. Also pro Foto. Pro Foto und dann noch. Ja, summiert sich ja echt. Und dann summiert sich, ja. Ja, das ist ja echt. Und dann sind die Nutzungsrechte abgegolten und die Bearbeitungszeit. Aber die Nutzungsrechte sind dann einfach auch quasi pauschal. Also jetzt nicht zeitlich begrenzt. Ja, Buyout. Eigentlich, also weil die meisten Kunden, also ich habe aber auch schon Kunden gehabt, können wir ein bisschen runtergehen, wenn jetzt nicht ganz so lang verwenden. Also nur 2 Jahre oder was? Ja, dann kann man noch so eigentlich Preis vielleicht runtergehen, wobei die meisten eher dieses wollen, Copyright Buyout, und ich habe dann eine Ruhe. Ich finde es ganz interessant, weil ich habe zum Beispiel für das ADAC, Automagazin, vor 3 Jahren oder was hier was fotografiert. Das waren 3-4 Strecken in Kärnten, auch mit längerer Anfahrt und so. Die haben gleich von sich aus die Nutzungsrechte durchgeschickt, was sie dafür zahlen. Also das machen ja die Magazine oft, dass die direkt schon Preis angeben, Nutzungsrechte. Die hatten auch drin, sie brauchen es nur für ein Jahr. Und da waren wir auch in echt in ganz Kärnten landschaftlich cool unterwegs. Und ich habe danach gefragt und die meinten, nach dem einen Jahr kann ich damit eigentlich machen, was ich will. Ich kann es auf eine Stockfoto-Plattform hauen oder was. Was schon irgendwie interessant ist natürlich. Ja, klar. Das ist auch so, wenn man jetzt, muss man vorsichtig sein, wenn man jetzt sagen wir alle Rechte, also man kann ja nie seine eigenen Nutzungsrechte in Wirklichkeit verlieren. Es ist ja eigentlich immer nur eine Nutzungsbewilligung, wenn man es ganz, ganz grob. Weil man ist ja immer der Urheber. Genau, immer der Urheber, egal eigentlich, was damit passiert. Aber natürlich könnte ein Kunde jetzt böse sein, wenn man jetzt sagen wir für den Kärntenwerbung, eine Kampagne haben, wird eher selten passieren. Ja. Kärntenwerbung, eine Kampagne und dann hast du für ADAC und die hängen ihre Fotos vielleicht in einem Bushäusel gegenüber und verwenden zufälligerweise genau das gleiche Foto. Ja. Also, das wäre dann natürlich. Also, da frage ich dann auch oft meine Kunden, die jetzt die Nutzungsrechte haben: hey, der interessiert sich für das Foto, wir haben das unter. Also, das ist am besten. Ja, einfach gut klar kommunizieren. Ja. Und das ist wieder cool in Kärnten. Wenn man das sich halt untereinander halt dann schon gut kennt, man trifft sich auch bald einmal an irgendeiner Ecke und so und einfach dieses klare Kommunizieren. Und die sagen dann, na klar, kannst du verwenden. Und ich meine, dieses Nutzungsrechte-Thema finde ich wirklich schwierig. Das fragen auch viele andere Kollegen, jüngere Kollegen auch. Früher waren wir mal die Jüngeren. Genau, die gefragt haben. Und ich habe irgendwie das Gefühl, auch die älteren Fotografen, die schon länger im Business sind, die haben das ja voll durchgezogen mit den Nutzungsrechten. Ich selbst habe das oft einfach pauschal irgendwie mit drin dabei gehabt und so. Und da habe ich auch schon von Älteren gehört, die haben sich dann nicht aufgeregt, aber dann aufgeklärt mich, dass man sollte das schon verrechnen und das ist ein extra Posten und sonst ist man zu günstig unterwegs. Die noch Jüngeren, die verstehen das noch weniger mit den Nutzungsrechten, merke ich. Ich finde das wirklich schwierig. Das ist total schwierig. Also wie gesagt, ich bin seit 2009 selbstständig und jetzt noch immer rufe meine Kollegen dann in Wien an, hey, wie macht ihr das jetzt aktuell gerade mit den Nutzungsrechten? Ja. Dann fragen die ist das wenn es eine große Werbeagentur ist, dann wissen die eher Bescheid, als wie wenn es jetzt einen kleineren Betrieb fotografierst. Aber es ist immer aufs Neue spannend und wichtig ist halt, finde ich, dass der Kunde, also das haben viele Fotografen früher gemacht, dass den Kunden, auch kleinere Kunden, denen das nicht so klar war, was die Nutzungsrechte sind und dann hinterher irgendwie einen Kunden noch was verrechnen, das mache ich halt überhaupt nicht. Ja, das ist total blöd. Foto dann irgendwie, wenn ihr habt jetzt mein Foto da nochmal verwendet oder am 366. Tag verwendet, noch einmal. Dann nein, man muss halt schon ein Gefühl dafür haben, noch einmal nachfragen. Mit den Kunden auch eine gute Beziehung hat, gute Kommunikation, weil man will ja auch langfristiger zusammenarbeiten. Ja. Oft sagen dann die Kunden, dann zahlt er noch einmal, wenn ihr das Foto an Dritten weitergeben kann, dann soll der halt sich bei dir melden. Und dann Passiert mir auch immer wieder,
Na, spannend, okay. Und dann vom Workflow, du fotografierst ja, genau. das? Ja, also genau, Workflow, also Angebot, ganz gleich wie bei dir. Also möglichst. Aber du machst auch so Stunden, Entschuldigung, ja. jetzt, oder machst eher alles pauschal? Ah, Stunden. Weil das höre ich auch so oft, vor allem in verschiedenen Podcasts, vor allem von irgendwelchen wirklich größeren, bekannteren Fotografen, die auch international viele Sachen machen, die sagen immer, keine Stundensätze, sondern alles pauschal, weil wenn ich den Job besser in einer halben Stunde hinkriege als der andere in vier Stunden, dann bin ich trotzdem mehr wert. Mhm. Ich finde es trotzdem schwierig, weil vielleicht bin ich da zu kleinkariert hier beim Denken oder auch mit den Kunden hier auf dem Reden, aber die wollen immer irgendwie wissen, was sie kriegen. Was genau. Und auch, was passiert, wenn das Shooting dann doch 3 Stunden länger braucht. Ja, also so ist es bei mir. Also ich schaue immer so, schon so den Kunden auch vermitteln, okay, das wird dann eher ein halber Tag bis zum Tag sein. Oder dann sind es ein halber Tag plus 2 Stunden, aber es ist und dann wird es halt nach Stunden verrechnet. Okay. Und das ist halt schon mit der Nachbearbeitung, dann da ist eher so pauschal, da weiß ich schon, okay, für den Job, das ist jetzt ein Reportagejob, brauche ich für die Nachbearbeitung vielleicht nur 3 Stunden, wenn du retuschieren musst, dann brauchst du länger, musst du mehr einkalkulieren. Aber da ist der Workflow sehr ähnlich. Also ich fahre dann zum Shooting, fotografiere, fahre nach Hause und schicke auch eine unbearbeitete Auswahl bei Big Drop. Ja. Weil ich war, am Anfang habe ich mich das nie so richtig getraut. Also genau, das war noch vor Jahren. Sagt, da der Reflektor ist noch drin, weil man halt weiß, man schneidet es dann an. Ja, und ich habe so mit Lightroom irgendwie so einen Grundfarblook schon mal drüber gehauen oder so. Nur, da sitzt man, wenn man einen Tag fotografiert, sitzt man vielleicht auch schon 2 Stunden. Genau. Mit und sortieren braucht ja auch schon ewig vorsortieren, aber das habe ich jetzt auch aufgehört, weil die Kunden auch wissen, dass sie am Ende was Ordentliches kriegen. Okay. Ja, also das auch ist bei mir auch, wenn ich JPEGs sag, quasi. JPEGs, wenn ich weiß, beim Porträt ist es besser, ich habe jetzt den schwarzen Reflektor nah dran, fotografiere es aber eher breit, weil ich eh weiß, ich schneide das nachher weg. Jetzt schicke ich auch das Foto so, dass der Reflektor vielleicht noch drin steht. Ich meine, vor Ort kommuniziere ich das dann auch oft. Dann sage ich zu denen, in der Vorauswahl bitte nicht wundern, da steht der Reflektor noch drin oder der Stativfuß oder was immer. Okay. Dann kriegst du auch die Auswahl. Genau, mit Big Drop, also sehr zum Empfehlen, das ist super easy. Ja. Und dann kann man ja auch diese Auswahl mit der Originaldatei direkt wieder zurück in Capture One oder Lightroom sich reinladen und dann eben, was du auch schon gesagt hast, ganz wichtig, nicht, dass man dann eine Auswahl kriegt von 50 Fotos, sondern sagt, okay, jetzt bitte sucht sich wirklich die 3, 4, 5 oder 10, das heißt, was man halt ausmacht, 10 besten Fotos aus. Genau. Okay, cool, also eigentlich sind wir da eh sehr ähnlich unterwegs. Ja, ich dachte, vielleicht lerne ich da noch einen super Trick. Aber das ist eigentlich aber und dann eben schicken, was wir arbeiten und erledigen. Perfekt, okay. Na, spannend. Thema, diese Kunstprojekte, also ich bin viel mehr, kommt mir vor, so ein bisschen Dienstleister, kommerziell unterwegs, wobei du ja auch genauso, aber du machst öfters noch dazwischen ein Kunstprojekt. Wie läuft denn sowas ab? Das ist ja oft irgendwie auch gefördert, glaube ich, oder anders finanziert. Da ist jetzt kein Kunde, der das einfach bezahlt. Genau. Kannst du da ein paar Inputs geben, wie du das gut kombinierst? Wie du prozentuell vielleicht, wie viel du so Kunstsachen machst, wie viel rein also, kommerziell sind? Gott sei Dank immer, also jährlich, so, dass ich bei so 1, 2 Gruppenausstellungen dabei bin, was ganz nett ist, wo man dann zu einem Thema schon was fotografiert, frei, was auch angenehm ist, aber ich schaue halt immer, das hat mir mal von dem sehr viel gelernt, Porträtfotograf, der Lukas Beck, großartiger Porträtfotograf in Wien. Gut, muss ich gleich mal googeln. Ja, der hat immer gesagt, schreib dir halt in deinen Kalender rein ein Projekt, wenn du in der Lehrlaufzeit widme dich dem Projekt und aus dem Projekt, freien Projekt, lernst du dann wieder Leute kennen und die Leute geben dir dann einen Auftrag, einmal, aber du schreibst das in den Kalender, planst das Projekt, aber es ist eigentlich schon finanziert. Oder danach gehst du erst an, dass du denkst, Ausstellung. Also zum Beispiel jetzt dieses Covid-Thema, wo ich sehr viel fotografiere, das hat sich dadurch ergeben, dass plötzlich einmal alles ruhig war, keine Aufträge da, alles verschoben und ich mal so Zeit gehabt habe, ganz frei nur mich auf das zu konzentrieren, mich auf das zu konzentrieren und habe dann auch, natürlich kann man da Land, Kärnten, Kultur, oder beim Bund halt ansuchen um Fördergelder und dann kriegt man halt natürlich Sachen jetzt nicht für groß so entsprechen wie jetzt für Werbeaufträge, aber so, dass man halt ein bisschen Förderung hat, du hast ein bisschen
was, mit dem du dann den Druck zahlen kannst oder deine Prints für die Ausstellung oder ein Buch im Idealfall, und dann investiere halt selber mal Zeit und Leidenschaft in solche Sachen. Das ist trotzdem mega, weil es ist schon was ganz anderes, wenn du da deine eigene Ausstellung hast, dein eigenes Buch vielleicht. Auch für deinen Ruf ist das super, es hat einen gewissen Prestige, wenn man ausstellt. Ja, genau, man lernt halt dann wieder Leute kennen und man geht dann auch wieder freier zu Sachen hin. Ja. Und so ganz, ganz eigen, ganz eigenen. Also das ist eine coole Kombination zum Kommerziellen, wo wir beide gebrieft werden, natürlich noch unseren kreativen Input ist natürlich auch gefragt, aber da sind halt überhaupt keine Vorgaben da. Cool. Und das ist halt immer, das ist halt so ein bisschen so die Essenz so der Fotografie, wo ich einmal war, so freie Projekte zu machen, sich selber quasi kreuzfinanziert. Also. Cool. Wenn ich so fragen darf, wenn du jetzt, wenn es möglich wäre und du würdest, sagen wir, nur mit der Kunstfotografie genauso gut von leben können, gleichen Lebensstandard haben, würdest du nur noch das machen? Also wenn du die freie Wahl hättest? Ich glaube nicht, weil mir doch auch die Werbeaufträge dann doch auch so reizen. Okay. Ja. Und dann doch wieder so, es ist immer das andere nachher, was einem abgeht. Wenn man dann quasi nur Kunstprojekte macht, natürlich ist es super klasse und das war eine Bildverkaufe dann für 5.000 Euro oder so, aber es macht schon auch Freude, so wie du vorher gesagt hast, wir fahren dadurch, dass wir so verschiedene Kunden haben, du kommst zu so verschiedenen Plätzen, wo ich glaube ich selber jetzt gar nicht so hinfahren würde. Das ist es, also ich glaube, ich hätte Kärnten oder auch Österreich allgemein nie so kennengelernt, wenn ich nicht diesen Job hätte. Ja. Oder du machst sehr viel für die KELAG, wo du dann wirklich zu irgendeinem speziellen Sendemasten hinfährst. Ist auch spannend. Ist auch spannend. Ja, oder zu einer Baustelle, wo du so nicht hinkommst. Oder Ja, vor allem, man denkt ja oft, dass eine Baustelle total langweilig. Ich mache mein Handy kurz so flachlos. Kein Problem. Ja, also wir waren ja beim Thema, zum Beispiel bei Baustellen, finde ich oft, da habe ich immer gedacht, super langweilig, was kann man bei einer Baustelle fotografieren? Dabei ist es eigentlich echt spannend, sowas zu beobachten, und oft kommt man ja nicht zu einer richtigen Großbaustelle, dass man da rumlaufen kann. Ja. Ja, also man sieht schon viel unterschiedliche Sachen. Absolut. Und das reizt dich halt auch dann. Und das ist ja auch, was man bei dir sieht und deine Arbeiten, also immer vielfältig. Es ist ja nie so, dass du jetzt nur Studiofotograf bist und nur Porträts machst, sondern du bist dann wieder mal draußen, dann machst du mal Food, dann bist du beim Hotel. Also das ist schon... Ja. Und selber könnt ihr das jetzt, glaube ich, gar nicht so mich dort überall hinbringen. Ja, es wäre schon sehr, sehr aufwendig. Also, wenn das alles freie Projekte werden. Du musst das überall anfragen, ansuchen. Ja, genau. Und Leute finden. Ja, ich finde das eh interessant, dass du das gerade so ansprichst, weil für mich einer der größten Reize an diesem Job ist, dass man so viel unterschiedliche Sachen sieht und auch zwischen den Bereichen ein bisschen wechseln kann. Mal Food, mal Porträts, mal Architektur, was immer. Landschaften. Oftmals bei diesen Ratgebern oder so wird gesagt, spezialisiere dich auf eine Sache. Ich glaube, das hat auch mit der Region hier zu tun, dass es schwierig ist, dass man nur eine Sache macht. Ich meine, wir sind ja schon mal auf Werbung zum Teil spezialisiert. Ja. Aber ich finde, das macht es auch aus. Es ist zwar anstrengender, wenn man zwischen diesen Bereichen hin und her springt, vor allem anfangs, wenn man noch nicht so routiniert ist. Aber auf Dauer bleibt man auch irgendwie frischer und das macht Spaß. Ich glaube auch, das war für mich auch der Reiz. Wie du sagst, in der Großstadt in Wien war schon so, okay, du solltest dich dann einmal spezialisieren. Und ich war immer so, mir taugt Porträt, mir taugt Food. Ja. Ja, du hast ja echt viele Food-Sachen, auch für Servus und so weiter. Genau. Das sind eigene Koch- oder Rezeptbücher. Ja, und Kochbücher, Und da habe ich schon gewusst, okay, das ist so ein bisschen damals, also wie es angefangen hat, haben sie schon gesagt, wäre eher ein Porträtfotograf oder wäre eher ein Food-Fotograf. Und wir haben irgendwie taugt mir beides und dann natürlich mit gleichzeitigen Kärnten arbeiten, wo man halt breiter aufgestellt ist. Ja. Und dann habe ich halt mir auch gedacht, gleich wie du, eigentlich ist es kein Nachteil. Natürlich, wenn du in Wien der Porträtfotograf bist, ist natürlich auch toll und hast da super Abwechslung. Ja, aber eigentlich ist es kein Nachteil, finde ich, wenn du so, das so machst wie wir, dass du mir sagst, okay, einmal muss jetzt wirklich wieder mit einem Weitwinkelobjektiv Architektur machen und ich kann ganz anders, also ich habe jetzt auch vor kurzem Architektur mache, ja selten, aber einen Architekturjob gemacht. Cool. Und das auf einmal keine Leute, nur ich mit der Kamera, mit dem Stativ, kann mir jetzt einmal da
einen halben Tag dem Gebäude widmen. Ja, auf Dauer, jeden Tag will ich das auch nicht machen, aber wenn es einmal im Monat ist, ist es ja echt cool. Genau. Ja. Einen anderen Tag bist du wieder mit 10 Leuten von Set und du weißt nicht, mit wem du zuerst. Wenn wir schon bei diesen verschiedenen Bereichen sind, Studio ist für mich so ein Thema. Wir sitzen hier bei mir im Studio. Ja, Traumstudio. Es ist, ich bin super happy, das zu haben. Es, wir haben die südlich ausgerichteten Fenster hier, was immer gemütlich viel Platz, ist. Hohe Decken. Videos und hohe Decken, die konnte ich anheben und so. Und trotzdem ist es mir auch immer ein Dorn im Auge, weil ich das Studio wenig verwende. Also jetzt für die YouTube-Videos immer wieder, ich bearbeite, hinten habe ich mein Eck, aber ich sitze oft alleine in einem sehr großen Raum. Und natürlich ist es ein Kostenfaktor. Und ich meine, jetzt, die letzten Wochen waren einige Shootings hier drin, aber aufs Jahr gesehen, glaube ich, machen die Studio-Shootings bei mir keine 10% aus. Und dafür ein Studio zu haben, ist, finde ich, immer irgendwie schwierig. Man braucht es dann doch. Ich weiß, du warst beim Coworking Space eingemietet. Wie siehst du die Situation? Wie machst du jetzt weiter? Weil, ja, wir haben eigentlich ähnliche Kunden, ähnliche Jobs. Jetzt aktuell hast du gerade kein Studio, so, also in dem Sinne, so wie es hier gerade ist. Genau, geht Büro. Es dir ab? Natürlich, ist super. Also das ist ein Traumstudio, wirklich. Ja. Mit viel Platz. Ja. Wie gesagt, die hohen Decken sind wichtig, dass man wirklich auch große Lichtformen da aufbauen kann. Kontrolliertes Licht haben wir immer gelernt früher. Aber bei mir ist es genauso. Ich habe so wenig, ich habe dann bei einer Hafenstadt und habe dort auch einen Raum gehabt zum Fotografieren. Aber übers Jahr gerechnet ist es nicht so viel. Und da denke ich mir oft so Porträtjobs eher dann beim Kunden aufbauen in einem Raum. Man hat natürlich wieder die Action, alles hinzuführen, dort alles hochzuziehen. Ja. Aber für mich macht nicht so viel Studiojobs, das ist sich für mich. Also da wird es eher Studiogemeinschaft von zwei, drei Fotografen wahrscheinlich anbieten, wo man nachher weiß, okay, du hast jetzt da 2 Stunden Shooting und. Ja, das denke ich mir sowieso auch. Ich kenne kaum einen Fotografen, vor allem hier in der Gegend, sicher gibt es in Großstädten ein paar reine Porträtfotografen, aber es gibt eigentlich kaum jemanden, der das Studio echt auslasten kann, so wie ich hier auch meine. Was könnte man wahrscheinlich auch zu viert hier teilen und man wird sich nicht, das wird sich locker ausgehen. Ja. Und was mir auch oft passiert ist, auch sogar, es waren Kunden, die sehr nah hier in der Stadt waren und trotzdem wollten die sich vor Ort eine Leinwand aufbauen, weil die Mitarbeiter irgendwie nicht Parkplatz suchen wollten oder sonst was. Oder von der Arbeit nur, dann ist es einfach. Für die Wirtschaftskammer habe ich vor einem halben Jahr war das wahrscheinlich schon her, fotografiert, eigentlich was hier geplant und dann haben sie es noch umgeändert, dass wir in der Postgarage beim Makerspace dort fotografieren, was, es ist kein Kilometer hier weg wahrscheinlich, einfach weil dort Parkplätze sind und leichter und Ja, das ist so ein Thema, oder man baut eben, oder sie wollen es eben direkt vor Ort haben, weil sie dann schnell von der Arbeit irgendwie aufstehen können. Nebenraum, Also das ist schon... Der Trend ist auch bei dir so. Ja, also es war, aber es ist natürlich, was du dann sagst und dann, wenn man die Anfrage hat, und kein Studio hat, dann muss man sie eher dann bei Kollegen Hast du ein Studio, wo du dich jetzt immer einmietest auch? Ja, oder, beim Gerhard Maurer habe ich mich immer wieder einmieten können. Cool. Also das war eigentlich nie ein Problem. Ja. Okay. Und so kann man sich darüber... Einfach lassen. Ja, oder so. Ja, dann geht das eh mit dem Kunden. Dann kann man dem sagen, genau, dort ist... Ja, aber es ist dann, aber ich schaue jetzt natürlich, wo ich kein Studio habe, dass es immer möglich ist beim Kunden. Ja. Ach, weil ob ich jetzt mein Equipment ins Studio von Gerhard Maurer trage und dort aufbaue oder dorthin ist dann... Okay, ich dachte, vielleicht nimmst du seine Blitzanlage oder was. Dann tut man seine eigenen Sachen lieber, wenn man alle Schalter kennt. Und nee, weil wir sind jetzt auch planen Hausbau im Moment. Und da haben wir jetzt geplant, dass ich vielleicht einen 40 Quadratmeter Raum oder 35 Quadratmeter... Schön hoch. Ja, mit normalen Deckenhöhe, weil sonst müsste das ganze Haus höher sein alles. Einfach damit ich Laptop drin haben kann, diese Videos weiter aufnehmen kann. Eventuell für Einzelporträts geht es sich auch aus, das ist eine Wand. Und sonst Und sonst mieten. Auch vor Ort oder mieten. Ich habe immer so ein bisschen Angst davor, dass es mir dann abgeht. Aber im Grunde, man muss, glaube ich, echt dann irgendwie. Okay, das war jetzt für mich jetzt eine Frage, die. Also mir geht es jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht unglücklich, dass ich es jetzt nicht mehr habe. Ja, okay. Es ist natürlich in gewissen Weisen, denkst du, es wird fein, super und mein Hintergrund dort, aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, Man, es ist ja immer schön, auch bei anderen Kunden zu sein. Die Abwechslung wieder, was wir eh geredet haben. Ja,
Ja, also eigentlich alles auf meiner Liste haben wir großteils schon durchbesprochen. Gibt es irgendwas, worüber du gerne sprechen würdest, was jetzt vielleicht spontan aufgetaucht ist? Vorher eh schon kurz geredet, die ganze Corona-Zeit. Ja. Haben wir, glaube ich, beide die Corona-Zeit dieses Konzentrieren auf die Werbefotografie, so wie ich das bei dir verfolge oder bei mir erlebe, hat uns jetzt nicht so, natürlich ist es anders und schwieriger, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, uns hat es nicht so wehgetan, jetzt die Corona-Situation. Genau, wie wenn du jetzt spezialisiert bist auf Events oder Events, Hochzeiten. Also, ich habe mit einigen gesprochen, ein, zwei, die wirklich, wirklich gut im Hochzeitsbusiness gebucht waren oder sind. Und die haben ja teilweise ein Jahr lang kaum Umsatz mehr gemacht. Und die haben höhere Tagessätze als wir, weil bei den Hochzeiten, Also wirklich, wenn du da richtig High-End-Hochzeit machst, Und das hat richtig wehgetan, glaube ich, bei denen. Oder auch eine Freundin von mir arbeitet in der Eventbranche. Und das ist halt alles eingebrochen. Ist mit den Förderungen und so, haben wir eh Glück, dass wir, oder mit den Härtefallfonds, dass man in Österreich lebt. Weil in anderen Ländern, wir haben ein Insolvenz sofort. Und so kannst du trotzdem noch irgendwie schaffen. Hast trotzdem noch einen Bolster irgendwie, der dir dann trotzdem gut hilft bei gewissen Ausgaben. Ja, das Corona-Thema ist schon interessant. Ich habe jetzt, ich glaube, für den Jänner habe ich jetzt nochmal Härtefall vorbekommen und diesen Fixkostenzuschuss letztes Jahr auch einmal. Ist auch irgendwie Glück, weil ich da sowieso weniger arbeite und mit dem Kind war das gerade Zufall dass ich dann da auch reinfalle natürlich. Also hast du auch keine schlechten Erfahrungen jetzt? Nein, eigentlich nicht. Also eher sehr, sehr unkomplizierte Hilfe. Ja. Das ist schon angenehm. Ja. Voll. Ja. Cool, oder? Ja, ich glaube, wir haben sehr schon jetzt sehr lange gesprochen, aber mir hat es extrem Spaß gemacht, mit dir mal zu sprechen, nicht immer nur mit Stefan. Und das ist ja wichtig, das macht mir in Kärnten viel zu wenig, dass man sich mit Kollegen austauscht. Dass in Wien, wenn man von der Grafischen kommt, wo du mit 30 Leuten in der Klasse bist, die dann alle irgendwie im Fotobusiness die meisten im Fotobusiness Fuß fassen, tauscht dich dann auch mehr aus. Und kriegst dann durch einen anderen Horizont und ein anderes Wissen über den ganzen Markt. Und das ist voll wichtig. Also das passiert eher ein bisschen zu wenig. Ich glaube, in Wien ist einfach der ganze Markt viel größer. Mehr Konkurrenz, also Angebot alles größer. Und Nachfrage größer. Und dadurch haben die Leute auch weniger Angst, dass sie mit den Konkurrenten jetzt sich zu sehr austauschen. Also es ist natürlich extrem kleinkariertes Denken. Aber weil sicher, Werbefotografen hier in Kärnten gibt es gar nicht so viele. Genau. Die jetzt, also die kann man wahrscheinlich auf zwei Händen abzählen. Also die jetzt die bisschen größeren Jobs machen, die Tourismus-Sachen. Und da habe ich schon oft das Gefühl, dass die Leute verhaltener sind. Oder oft auch manchmal ein bisschen herumtricksen und irgendwas Falsches sagen. Also das ist echt schade. Das ist echt schade, weil man ist ja dann auch stärker in gewisser Weise, wenn du... Ja, und ich muss ehrlich sagen, es war auch, ich habe am Anfang, als wir diesen YouTube-Kanal jetzt verstärkt wieder gefüttert haben mit Material und auch ein bisschen mehr, nicht nur rein Fototechnik und so weiter, was schon vorhanden ist, sondern auch ein bisschen so Nischenthemen zum Job, zum... wie man Aufträge kriegt. Oder ich habe vor kurzem haben wir auch ein Video mit dem Stefan, hat er mit mir aufgenommen, da hat er mich befragt zum Thema so ein bisschen Ängste auch in der Fotografie. In der Selbstständigkeit. Und in der Selbstständigkeit. So, also irgendwie schwierigere Themen, wo ich mir auch oft überlegt habe, ob ich das jetzt echt veröffentlichen will oder nicht. Und da habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen am Anfang. Warum machen wir das? Warum machen wir dieses ganze Material? Veröffentlichen wir das kostenlos auf YouTube, dass jeder sehen kann. Das sind ja Betriebsgeheimnisse. Und das finde ich irgendwie schade, aber sicher, es war auch eine Überlegung am Anfang, mache ich das echt? Auch irgendwelche Tricks, wie man schneller bearbeitet oder Workflow-Verbesserungen. Ich glaube, man braucht schon ein Selbstbewusstsein dazu, offen zu reden, weil sonst hat man immer so ein bisschen Angst, der eine könnte das erfahren, dass die irgendwie zum anderen nutzen. Und das hat schon Überwindung gebraucht, ein bisschen. Also, aber
Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich im ersten Moment nicht gedacht habe, ui, sollte das oder das. Dann der Konkurrent von mir und der. Erfahrt dann das oder bietet es billiger an, wenn ihr jetzt ja, sagt. Ja, genau. Aber irgendwann mal, ja, glaube ich, ist es gut. Nein, es ist total so wichtig, ja, nicht so zu denken. Und vor allem wichtig sind echt, wenn wir eh so Einzelkämpfer sind und freiberuflich, doch gute Kollegen zu haben, wo du nachher sagst, okay, dem, wenn ich nicht kann, gebe ich dem den Auftrag, dafür weiß ich, ich kriege das eh nachher. Ja. Das kommt dann irgendwo zurück oder nicht. Das ist es ja, es ist ja wirklich, also es ist schon oft, dass wenn ich gerade keine Zeit hatte, habe ich an dich weitergeleitet. Genau, und genau andersrum war das sehr oft, dass Kunden gemeint haben, dass du mich weiterempfohlen hast. Und das hat eigentlich nur positive Effekte, ja, eigentlich schon, wenn man sich da hilft. Eigentlich schon, ich finde da. Ja, cool. Ich würde sagen, vielen Dank. Danke dir. Es war sehr cool und vielleicht gibt es mal ein Follow-up. Sehr gerne. Und ja, ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Bitte hinterlasst drunter ein paar Kommentare, was ihr gerne noch gehört hättet oder was für Themen wir vielleicht ausführlicher hätten besprechen sollen, eurer Meinung nach. Vielleicht habt ihr ein paar Tipps zu den Sachen, wo wir uns vielleicht unsicherer waren. Und ja, falls euch das gefallen hat, natürlich Abo hinterlassen, Daumen hoch. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Fotografieren. Ciao.